Wir haben heute das Referat Kronstadt. Es ist deshalb ein wesentliches Thema, weil wir genau da die Position zwischen uns und den Anarchisten erkennen können und weil uns unterstellt wird, dass mit Kronstadt, das war halt ein Aufstand von Matrosen im Jahr 1921, wir dort die Ziele der Revolution verraten hätten. Ich hatte sozusagen die Möglichkeit einerseits, da sehr weit auszuholen, also einmal die Revolutionsgeschichte von Russland im Detail darzustellen und dann den Bürgerkrieg und dann Kronstadt und dann, was danach passiert ist. Ich habe mich halt auf das Wesentliche beschränkt. Vielleicht für euch jetzt das erste Zitat, ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, aber ich stelle das an den Anfang, weil ich das für ganz wichtig erachte. Also 8 Monate vor der Oktoberrevolution schrieb Lenin, dass das russische Proletariat aus eigener Kraft die sozialistische Revolution nicht siegreich zu Ende führen kann. 4 Monate nach der Revolution, also Mai 1918, wiederholte er, es steht unumstößlich fest, dass wir ohne eine Revolution in Deutschland zugrunde gehen werden. Während der ersten Jahre der Sowjetherrschaft schien sich die Aussicht auf eine Weltrevolution zu bestätigen. Also es gab halt in der Zeit zwischen 1918 und 1919 überall Sozialerhebungen, also in Deutschland, in Österreich, Ungarn, Bayern und so weiter. Allerdings war eben die Stabilisierung in Europa 1990 recht brüchig, was das angeht. Die russischen Bolschewiki hatten jedoch nicht die Absicht, eine Revolution in anderen Ländern abzuwarten. Also es gab eine erfolgreiche russische Revolution 1918 und sie haben die ganze Zeit gesagt, ich wiederhole das jetzt nochmal mit eigenen Worten, wir können nicht überleben, wenn nicht auch in anderen Ländern die Revolution ausbricht und erfolgreich ist, aber wir müssen jetzt aus unserer Situation sozusagen das Beste machen, bis eben in den anderen Ländern eine erfolgreiche Revolution stattgefunden hat. Die Zeit nach der Revolution wurde vor allem von den internationalen imperialistischen Mächten bestimmt. Diese hatten einen Kreuzzug gegen die Sowjetrepublik begonnen. Bevor man an das Vorantreiben der internationalen Bewegungen denken konnte, musste man zunächst die weißen und ausländische Armeen zurückdrängen. Was folgte, war ein blutiger und brutaler Bürgerkrieg. In dieser Zeit hing das Überleben der Sowjetrepublik oft nur an einem seidenen Faden. Das heißt, ich bin jetzt sozusagen schon über die Zeit der Revolution hinaus und fange jetzt so ein bisschen mit dem Bürgerkrieg an, der dann ausbrach. Eben gegen die Weißen, gegen die alten Mächte aus Russland und die Imperialisten, die in Russland einfallen wollten und es auch getan haben. Der Bürgerkrieg brach über ein Land herein, das bereits große Verluste im Ersten Weltkrieg erlitten hatte. Der Arbeiterstaat war genauso mittellos wie die Arbeiter. Die Einnahmen des Staatshaushalts 1918 deckten nicht einmal die Hälfte der Ausgaben ab. Der wirtschaftlichen Verwüstung folgte der Hunger auf dem Fuße. Nach der Besetzung der Ukraine durch die Deutschen lagen 80% des Getreides, das Russland noch vor dem Kriege gehabt hatte, außerhalb der Kontrolle der Bolschewiki. Im April 1918 besetzten die Briten und die Japaner Wladiwostok im Osten. Zum Ende des Jahres kämpften Japaner, Tschechen, US-Amerikaner, Briten, Italiener und Franzosen gegen die Roten. Im Verlaufe des Bürgerkrieges sollten den Bolschewiki Truppen aus 14 verschiedenen Ländern gegenüberstehen, unter denen sich sämtliche imperialistische Staaten befanden. Im Jahre 1919 standen über 200.000 Alliierte auf der Seite der Weißen. Um überhaupt zu überleben, unterzog sich die Sowjetherrschaft einem tiefgreifenden Wandel, der dramatisch die elementaren Freiheiten änderte. Und da gibt's halt, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr aus welcher Broschüre, ist das mal ganz schön dargestellt. Also vielleicht jetzt hier diese 3 Beispiele, die ich aufgeschrieben habe. Während die Weißen einen Revolver an den Kopf des Bauern und ein Bajonett an die Kehle seines Kindes hielten, würde keine noch so große Menge an politischer Propaganda allein den Bauern davon überzeugen, sich den Weißen zu widersetzen. Als die imperialistischen Armeen auf Moskau drängten, wurde eine allgemeine Wehrpflicht nötig. Als die Städte hungerten, wurde es nötig, Getreide zu beschlagnahmen. Das ist in der Broschüre, ich weiß halt jetzt nicht mehr genau in welcher, die Dialektik von Einverständnis und Zwang genannt worden. Das heißt, es war einfach eine ganz, ganz harte Zeit. Ich habe das ja gerade gesagt. Also Russland ist nicht nur von den Weißen bekämpft worden, sondern von 14 imperialistischen Staaten. Die Ukraine war besetzt, dort wo das ganze Getreide war. Es gab Not und Hunger überall. So, und genau in dieser Zeit hatten die Bolschewiki eben nicht die Zeit, oder die Möglichkeit, beschwichtigend auf die Leute einzugehen und die davon zu überzeugen, sich doch bitte anders zu nehmen, sondern sie mussten diszipliniert und sehr hart auch gegen all das vorgehen. Die Folgen des Bürgerkriegs war, dass es einen enormen Rückgang in der Produktion gab und dass es sozusagen zu der Auflösung der industriellen Produktion kam.
Und das habe ich ja dann eben schon mal gesagt, das hatte dann zur Folge, dass Armut, Hunger und Not ausbrachen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wenn die industrielle Produktion sich auflöst, löst sich auch die Arbeiterklasse auf. Man kann fast von einer Auflösung der Arbeiterklasse sprechen zu der Zeit. Die Arbeiterklasse war auf 43% ihrer alten Stärke dezimiert worden. Das heißt, der übrige Teil war entweder in die Dörfer zurückgekehrt oder eben, das war dann in der Revolution und auch im Bürgerkrieg, der revolutionärste Teil der Arbeiter an der Front eben gefallen, als sie Russland verteidigen wollten. Zwangsläufig begannen die Institutionen der Sowjets ein Leben unabhängig von der Klasse, auf den Boden, auf denen sie entstanden waren, zu führen. Das habe ich jetzt so beiläufig vorgelesen. Das ist natürlich eine ganz wichtige und wesentliche Frage. Das heißt, wenn wir eine Revolution haben und die Sowjets das Instrument überhaupt der Arbeiterdemokratie sind und die Basis davon die Arbeiter sind und die nun so sehr dezimiert sind, dann fangen Institutionen an zu bürokratisieren. So, das nächste Kapitel heißt Bauernlümmel. Die Bolschewiki gewannen